Ja, grüße euch. Ich bringe heute mal wieder drei Nachrichten, die ich gerade gesehen habe. Die erste ist natürlich die, wo man sich wirtschaftlich endlich mal Gedanken machen müsste. Chinesen, alle drei sind auf der Welt, unten verlinkt. Chinesen stürmen jetzt den deutschen Wohnungsmarkt. Ja, wenn jemand was stürmt, ist das ja immer schlecht. Wohnimmobilien in Deutschland sind ohnehin schon ein begehrtes Anlageobjekt. Eigentlich sollten ja Wohnungen zum Wohnen sein und nicht zum Spekulieren, aber das ist nur meine unmaßgebliche antikapitalistische Meinung. Nun kommt auch noch eine solvente, nein, das ist nicht so übertrieben gemeint. Mir legen ja die Leute immer gleich bei jedem Satz, den ich zugespitzt ironisch sage, in den Mund, ich meine das so. Jesus, meine Zuversicht. Nun kommt noch eine solvente Käufergruppe aus Fernost hinzu. Ihre Nachfrage beschränkt sich nicht auf Luxusobjekte und verändert den Markt. Genau 172 Meter hoch. Weiter Blick über die Stadt, Concierge, Dachgarten und Sonneneck. An der Frankfurter Messe wächst ein Wohnturm, der ganz nach dem Geschmack reicher Investoren ist. Super, das brauchen wir in Deutschland unbedingt mehr. Reiche Chinesen. Der Grand Tower soll Deutschlands höchstes Wohngebäude werden und Maßstäbe in Sachen Luxus setzen. Zwar stehen die erst einige Stockwerke im Rohbau, doch fast alle Wohnungen sind schon vermarktet. Zugeschlagen haben vor allem ausländische Käufer, verkündete der Immobilienspezialist JLL Residential jüngst vor allem aus Asien. Haben die selber nicht eigene schöne Wohnungen? Deutschlands angespannter Wohnungsmarkt bekommt zusätzlichen Druck von vermögenden Kunden aus aller Welt. Juhu! Bei Immobiliendeals jenseits der 10 Millionen Euro stammte 2017 mehr als jeder zweite Euro von ausländischen Kapitalgebern, zeigt eine Studie des Verbands Deutscher Pfandbriefmarken. Was der nun damit zu tun hat, aber gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Irgendein Schlauer weiß sicher, warum sich der Verband Deutscher Pfandbriefmarken damit befasst. Irgendwie kurios. Insgesamt flossen über 59 Milliarden Euro in Gebäude hierzulande, fast dreimal so viel wie 2010. Für internationale Immobilienkäufer ist die Bundesrepublik ein Eldorado. Wunderbar. Sie steht für Rechtssicherheit, politische Stabilität und eine starke Wirtschaft. Ja. Ein sicherer Hafen zurzeit in turbulenten Zeiten wie um Brexit, Trump und Co. Ja, gut, warum nun Großbritannien wegen des Brexits oder Amerika wegen der Trump nicht sich lohnt in Häuser, das ist auch so eine journalistisch herbeigeredete Scheiße. Für ausländische Käufer gibt es nichts Besseres als den deutschen Mieter, der zuverlässig zahlt. Ja, schön. Das heißt, unsere eigene Ehrlichkeit beißt uns in den Arsch. Genial. Ach so, war das hatte ich schon. Sagt Lukas Siebenkotten, Chef des Mieterbundes. Die niedrigen Zinsen, die Großanleger in Immobilien dringen, tun ihr Übriges. Draghi, sei Dank. Unter den Käufern sticht neben US-Amerikanern eine Gruppe besonders hervor: reiche Chinesen. Die steigende Zahl der Vermögen in der Volksrepublik und die wachsende Mittelschicht suchen nach Anlagezielen. Doch vor Ort sind die Preise in den Himmel gestiegen. In Peking und Shanghai kosten die Wohnungen im Zentrum mehr als 10.000 Euro je Quadratmeter. In der Spitze warten 15.000 bis 18.000 Euro fällig. Dagegen bieten hiesige Großstädte wahre Schnäppchen. Wunderbar. Nachdem man Ostasien mit reichen Leuten ruiniert hat, ruinieren wir jetzt auch den Westen. Toll. Zudem genießt Deutschland im Ostteil traditionell einen guten Ruf. Wir beobachten seit längerem, dass Chinesen auf dem deutschen Wohnungsmarkt sehr aktiv sind, sagt Sven Carstensen, Frankfurter Niederlassungsleiter beim Immobilienspezialisten Bullwinks, Wiegesa, was immer das heißen mag. 2016 legten Chinesen auf dem Berliner Markt Rubia Real Estate die Rekordsumme, ach nee, laut dem Berliner Makler Rubina Real Estate die Rekordsumme von 33 Milliarden Dollar im Ausland an, über 50% mehr als im Vorjahr. Tendenz steigend. 2022 werden rund 76% der chinesischen Stadtbevölkerung der Mittelschicht zugerechnet sein. Das sind mehr als 550 Millionen Menschen, sagt Geschäftsführer Carsten Heinrich. In Städten wie Peking und Shanghai dürften Familien nur eine Immobilie zur Selbstnutzung kaufen. Da ist es die logische Folge, dass sich Anleger nach Alternativen umsehen. Ja,
Ich bin ja nun weder Sozialist noch Kapitalist, sondern berüchtigt dafür, ein Mann der Mitte zu sein, muss aber doch die Frage stellen, warum der Staat dabei zusieht. Das ist für mich eine Frage, die ich mit allergrößter Kritik den Libertären und den Anarchisten entgegenhalte, dass ich sage, nein, ich möchte den Staat auch deswegen nicht abschaffen, weil sich nämlich genau das bilden würde. Leute würden, die reich sind, würden sich steinreich spekulieren, indem sie alles wegkaufen, was den Leuten zur Benutzung nicht mehr zur Verfügung steht. Ich hatte es ja in dem anderen, in dem Copyright-Sache, in der Copyright-Sache ja schon angesagt. Wasser, Atemluft, Boden, also wo man lebt und nun auch noch Häuser und Wohnungen. Wenn man das alles ohne staatliche Regelung nur privatwirtschaftlich regeln würde, würde der Fall, dass die reichsten Leute alles aufkaufen und als Spekulationsobjekt den Menschen zur Benutzung nicht mehr zur Verfügung stünde. Weil man nämlich mit Spekulation mitunter sehr viel mehr Gewinn erzielen kann, indem man die Dinge einer normalen Benutzung zuführt. Auch das ist ein Grund, warum ich dieser Staatsabschaffung die allergrößte Skepsis entgegenbringe. Gut, ihr könnt den Rest des Artikels lesen. Ich komme jetzt zum zweiten. Wie die AfD jetzt auch in die Betriebe drängt. Man hat es mal geschafft, die AfD halbwegs neutral. Drängen ist so schon relativ neutral. Früher vor einem Jahr hat ja noch gestanden, die AfD marschiert in die Betriebe ein. Naja, gut. Mitten im Tarifstreit der Metallbranche tut sich für die etablierten Gewerkschaften ein weiterer Konfliktherd aus. Von rechts bietet sich den Arbeitnehmern Alternativen an und sorgen für Unruhe im System. Um Gottes Willen, Unruhe, das ist ja das Schlimmste für jeden braven Deutschen, der Ruhe und Ordnung als oberste Bürgerpflicht in Deutschland ausgerufen hat. Unruhe und noch gar im System. Wir wollen doch, dass das System geschmiert läuft, wie geölt. Unruhe, das ist ja ganz furchtbar. Also mal ganz ehrlich, bei der Grabesruhe, die wir nach wie vor zu allen wichtigen Themen in Deutschland haben, würde ein bisschen mehr Unruhe eigentlich auch hier mal gut tun. Diese ganze ritualistische Scheiße von Gewerkschaft und Arbeitgebern, hier kommt es ja auch, als Beispiel ist, hier wird hier Daimler gebracht, ich bringe hier jetzt den Artikel nicht im Ganzen, ihr könnt den selber lesen, ich komme hier nur mal mit meinem Kommentar und die Argumentation. Hier ist, so dass die AfD in die Betriebe will, sagt Michael Vassiliadis, der Vorsitzende der Industriegewerkschaft IG Bergbau Chemie Energie. Ja gut. Unterstützt waren die rechten Gewerkschafter dabei von dem Netzwerk der neuen Rechten. Die AfD hat ihm ihre Unterstützung erklärt, genauso wie das Magazin Kompakt. Auch die Kampagne 1% für unser Land, die auf YouTube bei ihren Anhängern dafür wirbt, für ihren Betriebsrat zu kandidieren. Patrioten schützen Patrioten, heißt es im Video. Gewählte Betriebsräte können andere Patrioten am Arbeitsplatz schützen, ihnen weiterhelfen und so endlich die Macht linker Gewerkschaften brechen. Gut, das wird so wiedergegeben. Man freut sich, dass Dinge mal halbwegs neutral. Insgesamt hatte ich auch den Eindruck, dass der Artikel, sagen wir mal, so neutral und so ehrlich berichterstattend ist, wie man es eigentlich erwarten kann. Man merkt, dass dem Autor es immer noch etwas gruselig ist. Aber das ist im Ganzen, sagen wir mal, nicht mehr ganz so alarmistisch und so marktschreierisch berichtet wird, wie noch früher. Hier steht trotzdem, sorgen die rechten Arbeitnehmervertreter für Unruhe bei den etablierten Gewerkschaften. Denn sie machen unverhohlen Stimmungen, beispielsweise gegen die IG Metall. Zitat: Die großen Gewerkschaften sind heute mit den Funktionseliten der Politik so eng verbunden, dass sie nicht mehr Lösung, sondern Teil des Problems sind. Heißt es beispielsweise auf der Internetseite der Liste. Und das ist genau das korrekte Problem. Die sind so verbandelt, man steigt nicht auf in Betrieben, wenn man nicht mit den Gewerkschaften kungelt, zum Beispiel, oft genug. Also gerade im Bereich IG Metall ist das immer wieder so. Und ich weiß, mein Vater war ja gewerkschaftlich engagiert, eine Zeit lang, und hat auch erzählt, also dass die, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war die HBV, Handel, Banken, Versicherung, die für seinen Beruf zuständig war. Und die haben auch ständig mit den Chefs gekungelt. Da ließ sich nichts für die Angestellten durchsetzen, weil die alle, die Gewerkschafter, die waren alle, saßen alle an einem Tisch mit den Arbeitgebern. Und haben im Prinzip den Arbeiter und den Angestellten verraten. Und das ist, dass da mal Bewegung reinkommt und dass das linke Gewerkschaftsmonopol gebrochen wird.
halte ich für enorm wichtig. Mal überfliegen. Naja, gut. Hier wird natürlich alles so ein bisschen versucht. Man versucht die Leute immer noch ein bisschen zu schockieren. Durch Begriffe auch teilweise. Kaum einer weiß außerhalb der nationalistischen Zirkel. Nationalistische Zirkel ist auch so ein Kampfbegriff. So gut Bescheid über die rechte Arbeitnehmerbewegung wie Dörre, der mit Kollegen die politischen Einstellungen von Gewerkschaftsmitgliedern untersucht hat. Die Wissenschaftler hat erschreckt, wie verbreitet der Rechtspopulismus in den ostdeutschen Niederlassungen der etablierten Gewerkschaften verbreitet ist. Zitat: Wir haben bei Befragungen festgestellt, dass die gleichen IG Metall-Gewerkschafter, die in ihren Betrieben viele Mitglieder warben und sich sehr engagiert an Arbeitskämpfen beteiligen, nichts dabei finden, auch Busse zu Pegida-Demos zu organisieren, berichtet Dörre. Diese Erkenntnis hat uns regelrecht schockiert. Ach, hat euch das? Ja, ihr seid halt vom Volk entfernt. Das ist das Problem. Ihr, dieser ganze, ich sage jetzt mal, das ganze Scheiß-Establishment, auch wenn ich damit rede, selber wie so ein Altlinker, aber in diesem Fall ist es so. Das ganze Scheiß-Establishment hat den Kontakt zum Volk nämlich verloren. Dann sind sie schockiert über solche Dinge. Dass IG Metall-Gewerkschaften in Ostdeutschland zu Pegida-Demos fahren. Das schockiert euch und das ist das Problem, dass es euch schockiert, dass ihr nicht rafft, wie es hier zugeht. Und wenn man einen dritten Argumentpunkt nimmt, hier ist Hasselmann wirft Schäuble vor, Hetze im Bundestag zuzulassen. Das ist wirklich die maximale Entfernung von der Realität. Da wurde der Doppelpass diskutiert und Gottfried Kuriyo von der AfD griff offen die Integrationsbeauftragte Aydan Özguz an, SPD. Bundestagspräsident Schäuble, CDU, ließ das zu und erntete Kritik. Also, hat einer mal richtig schön ins Wespennest gestochen. Ich bringe mal diesen Abschnitt. Curio hatte am Rednerpult gesagt, Zitat, ein zur Regel entarteter Doppelpass untergräbt Staat und Demokratie. Was an diesem Satz ist unwahr? Es ist eine Entartung, weil das war nie im Gesetz vorgesehen und ist auch nicht die Vorstellung eines Staatswesens. Und dieses untergräbt tatsächlich den Staat und auch die Demokratie letztlich damit. Weil wenn Staatsbürgerschaft zu einer Art Beliebigkeit wird, dann ist sie wertlos. Dann ist es eine Farce. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özügyi, SPD, nannte er ein Musterbeispiel misslungener Integration. In der Tat, es ist auch so, es ist einfach so. Es ist die Wahrheit. In seiner Rede warnte Kurio auch vor einem kleinen Anatolien in Deutschland. Haben wir ja schon. Oder Kleinsyrien jetzt. Also nichts, was der gesagt hat. Ich habe mir die Rede angehört, auch wenn es anstrengend ist, immer die Schreiereien auch von den Parlamentsbänken mit zu ertragen. Aber nichts, was der Mann gesagt hat, der ja ohnehin immer sehr präzise formuliert und einen sehr, wie soll man sagen, also der macht einen gebildeten Eindruck. Also spricht auch so, dass man merkt, okay, da ist Substanz und Geist dahinter. Nichts von dem, was der gesagt hat, war in irgendeiner Weise unwahr. Nichtsdestotrotz haben ihm dann die Grünen vorgeworfen, er solle sich schämen, er habe keinen Anstand, was weiß ich. Also ist ein Blabla, was die bringen. Aber was mich an diesem Artikel mehr interessiert hatte, als diese Tatsache, die wahrscheinlich viele von euch mitgekriegt haben, da sind sie, links der Herr Curio, rechts der Hofreiter, man hofft, der platzt gleich. Sondern das Faszinierende ist natürlich der Kommentarbereich, was auch der Grund ist, warum die meisten Zeitungen diesen gespannt haben. Wenn man hier sortiert nach beliebteste, findet man immer zu oberst in all diesen Artikeln, auch bei den anderen, also immer wenn es um AfD-Themen gibt, sind immer weitaus die meisten Gelikten, wie man so sagt, die von denen, die der AfD zustimmen. Im Volke gärt und kocht es. Und nur weil sich die AfD in manchen Bereichen, sagen wir mal, dilettantisch anstellt, ist sie noch so eine 14%-Partei. Wenn sie diese Fisimatenten, die manche Ausreißer machen, in den Griff kriegt, dann hat sie auch eine Chance, wirklich wie eine Rakete bei der nächsten Wahl nach oben zu gehen. Denn im Volke gärt's und kocht's. Man sieht das, wie gesagt, bei den Kommentaren. Ich kann mal hier Beispiele bringen. Die Rede von Curio war einer der besten der letzten Monate. Er hat in allen Punkten recht. Hofreiter, der nicht mal klar argumentieren kann, ist auch so, macht sich durch seine Zwischenrufe nur noch mehr zum Clown.
Özyurguz hat sich mit ihrer Aussage, dass die Deutschen abseits ihrer Sprache über keinerlei Kultur verfügen, selbst ins Abseits geschossen. Dass hier die Integration ironischerweise als Integrationsopfer gescheitert ist, kann wirklich niemand wegdiskutieren. So. Also, es gibt natürlich auch Gegenpunkte. AfD-Rede war... Achso, nee, was haben wir hier? Schäuble hätte den... Doch, wieder Zustimmung. Schäuble hätte den pöbelnden Hofreiter zur Ordnung rufen müssen. Die AfD-Rede war nicht beleidigend und nicht völkischer als ein VW oder das Grundgesetz. Also, gibt nicht das Geringste zu beanstanden. Man sieht, ich habe mich selten so einer meiner Meinung vertreten gefühlt wie durch Curios Rede. Und das ist ja alles sortiert nach Favorisierung. Also nach wer hat die meisten Zustimmungen. Und das kann man regelmäßig beobachten, wenn, wie gesagt, AfD-Themen, sage ich jetzt mal, zur Sprache gebracht werden. Dann weiß man, dass die Folgestimmung in diesem Bereich wirklich, dass das Parlament hier nicht die Meinung des Volkes vertritt. So, das war ein kleiner Nachrichtenüberblick mal heute zum Tage.